Willkommen zu einer neuen Folge von Gadero TV. Daphne befindet sich noch immer auf dem Showgelände in Bröcklin in den Niederlanden, damit das Blockhaus Edelweiß fertiggestellt werden kann. In der heutigen Folge werden Türen und Fenster eingebaut. Denken Sie daran, wenn Sie Edelweiß bestellen wollen, dass diese extra hinzugestellt werden müssen, da nur die Innentüren im Set mit dabei sind. Was haben wir denn nun gemacht? Die Rahmen für die Außenseite haben wir schwarz gefärbt, damit es einen schönen Kontrast zum teakfarbenen Blockhaus gibt. Die Innenseite bleibt jedoch unbehandelt und es wird nun montiert. Wir werden alles genauso montieren, wie wir es in einem unserer letzten Videos bei den Innentüren gemacht haben. Wir schrauben erst den Rahmen ab, in unserem Fall lediglich die Latten vom Fenster, setzen das Fenster ein und können dann den Rahmen wieder anschrauben. Wir haben nun die ersten beiden Latten des Türrahmens befestigt. Da der Rahmen auseinandergeschraubt wurde zum Streichen, sollte auch erst die Tür eingehängt werden, da man andernfalls mit dem Sturz der Tür Probleme haben wird. Also erst die Tür einhängen und dann den Rahmen verständigen. Die Tür wird bei der Lieferung nicht komplett montiert geliefert, was bedeutet, dass das Zylinderschloss, die Griffe und die Verblendung noch montiert werden müssen. Wenn Sie genau wissen möchten, wie man ein Zylinderschloss anbringt, können Sie in einem unserer früheren Videos das nachschauen. Wir sind nun am Ende der heutigen Folge angekommen, in der wir die Fenster und die Türen beim Blockhaus Edelweiß montiert haben. In der nächsten Folge zeigen wir Ihnen, wie der Fußboden gelegt wird. Vergessen Sie daher keine Folge auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.